Der Waldhof ist eine Großbaustelle und der Meister der Großbaustelle heißt Jochen Kienz, der Sportchef. Gehen wir gleich mitten rein ins Geschehen. Eine der wichtigsten Fragen, neuer Trainer wird gesucht, Nachfolger von Bernhard Trares. Wie lautet das Anforderungsprofil? Was muss der neue Trainer können? Ja gut, er muss zu uns passen. Wir schauen natürlich schon jetzt auf dem Markt intensiv, nachdem der Bernhard uns Bescheid gesagt hat, dass er seinen Weg hier nicht weiterführen wird, habe ich natürlich intensiv dann mir auch Gedanken gemacht. Priorität hatte er, das ist so, sonst hätte er auch kein Vertragsangebot von uns bekommen. Da sind wir ehrlich und offen miteinander umgegangen. Und jetzt schauen wir, was natürlich auf dem Markt ist und werden dann gucken, dass wir die richtige Entscheidung treffen. In solchen Zeiten werden natürlich immer auch Namen gehandelt. Der neueste Name, der auf dem Markt ist, Marco Antwerpen, der gerade mit Braunschweig aufgestiegen ist. Ein anderer Name, Marco Pezzaioli, Ihr ehemaliger Schwager. Was ist dran an diesen Namen? Ja, also grundsätzlich haben wir das in der Vergangenheit immer so gemacht, dass wir sowas nicht kommentiert haben. Das tun wir auch jetzt nicht, aber also ich kann da meistens nur... Ich lese es ja dann auch und dann muss ich meistens schmunzeln. Also ist oftmals nichts dran an den Gerüchten und naja. Kommen wir trotzdem noch mal kurz zurück auf das letzte Heimspiel. Da gab es im Internet, in den sozialen Medien Drohungen gegen Ihre Person, aber auch gegen Geschäftsführer Markus Komp. Ihnen wird verübelt, dass Bernhard Trares geht. Das wird Ihnen zur Last gelegt. Wenn man sowas liest, wenn man solche Drohungen mitbekommt, wenn man unter Polizeischutz ins Stadion fahren muss, was geht einem da durch den Kopf? Ja gut, ist natürlich dann schon... Im ersten Moment ist es natürlich dann schon so, dass man denkt, oh, was ist jetzt los? Also erstens, Gewalt hat hier nichts zu suchen. Das ist Sport. Wir versuchen seit 2,5 Jahren, der Markus, glaube ich, seit 4 Jahren, versuchen wir hier sportlich und finanziell irgendwo eine Basis zu finden, dass wir erfolgreich sind. Ich glaube, das haben wir ganz ordentlich hinbekommen, haben den Verein wieder in die dritte Liga geführt, sind finanziell auf einem guten Weg, auch wenn jetzt Corona natürlich dazwischen gekommen ist und dadurch ist es natürlich immer wieder für alle Drittligisten unheimlich schwer. Und wenn man sich dann irgendwo anfeinden lassen muss oder bedroht wird, dann ist es natürlich nicht schön. Aber ich kann damit leben und ich verschwende da gar keine Energie dran. Ich habe genug zu tun im Moment und möchte erst mal schauen, dass unsere Baustellen seriös abgearbeitet werden. Das werden wir jetzt tun. Schauen nach dem Trainer und schauen auch, dass wir einen Kader dann halt gut zusammenstellen. Wenn die Öffentlichkeit in den vergangenen Monaten so ein Stück weit ihr Mütchen kühlen wollte am SV Waldhof, dann waren Sie der Buhmann. Warum haben Sie in all der Zeit, in all den Wochen und Monaten geschwiegen? Weil es nichts bringt, ganz einfach. Gewisse Dinge gehören einfach nicht in die Öffentlichkeit und die muss ich auch nicht mit den Fans diskutieren oder mit den Anhängern. Wir haben tolle Fans, wir haben eine tolle Stimmung im Stadion und wenn dann der eine oder andere meint, er muss da seinen Senf dazugeben, dann kann er das gerne tun. Auch wenn Medien dann irgendwas schreiben, dann ist mir das auch relativ egal. Ich muss gucken, dass wir hier eine Grundstimmung drin haben. Das ist schwer genug, wenn Verträge auslaufen. Deswegen ist aber trotzdem mit den Spielern gesprochen worden. Ich habe mehrere Spieler versucht, im September zu verlängern, zu verbesserten Konditionen. Ich habe es im Februar versucht, ich habe es kurz vor Saisonende dann nochmal versucht. Und wenn ich dann halt bis heute keine Antwort habe oder wenn die Spieler dann auch noch den Markt sich sondieren wollen für sich und schauen wollen, was haben sie für einen Markt, dann ist es legitim. Genauso tun wir das auch mit Spielern, die vielleicht jetzt irgendwo Zwitterspieler sind, wo wir sagen, naja, reicht's noch, reicht's nicht. Grundlegend haben wir eine tolle Mannschaft gehabt, ja. Charakterlich einwandfrei. Auch da muss ich sagen, war einfach die Kabine auch gut. Trotzdem geht es irgendwo dann auch noch nach Leistung und das hatten wir leider die letzten Jahre immer wieder, dass Abgänge da waren und das musst du auch leider so tun. Wenn du im Profifußball angelangt bist, musst du irgendwann wieder den einen oder anderen dann nicht verlängern und musst gucken, dass du bessere Spieler bekommst dann. Dann schauen wir aufs Sportliche. Von den Spielern, die noch da sind, greife ich mal zwei Namen raus. Gianluca Korte und Vale Suleimani, von dem gesagt wird, dass es ihn zu Hannover 96 zieht, zu Kenan Kocak, der dort Trainer ist. Was ist zu diesen beiden Personalien zu sagen? Der Stand der Dinge ist, dass ich ihn am letzten Spieltag gefragt habe, ob ich ihn jetzt verabschieden soll, weil mir sein Berater gesagt hat, nur zweite Liga. Dritte Liga unterschreibt er nicht. Das hat er mir mehrmals gesagt.
dann muss ich das akzeptieren. Wünsche da dem Valmir, wenn das so ist, dass er in die zweite Liga geht, auch viel Glück. Valmir hat hier tolle Spiele, hat er hier für den Waldhof gemacht, ist ein verdienter Spieler und wenn er seinen nächsten Schritt gehen kann, dann freue ich mich persönlich für ihn darüber. Ist schade dann für den Waldhof, aber müssen wir auch akzeptieren und das sollten wir auch dann nicht auch irgendwo das vermischen und nur auf unser Eigeninteresse schauen. Wir hatten es in der Vergangenheit auch mit dem einen oder anderen Spieler, der frühzeitig dann auch Bescheid gesagt hat, dass er den Verein verlässt und in die dritte Liga geht, als wir nicht aufgestiegen sind. Und dann war das auf einmal ein Söldner und das war er nicht. Da muss man dann auch mal die Jungs dann in Schutz nehmen. Und das ist, glaube ich, ein ordentlicher Umgang miteinander ist schon wichtig. Bei allem blau-weißem Herz muss man das akzeptieren. Und Gianluca Corte? Gianni ist ein toller Junge, sehr guter Spieler. Hätten wir auch gerne verlängert schon, haben wir bisher noch keine Möglichkeit gehabt, weil er natürlich auch schaut, was auf dem Markt möglich ist. Ist natürlich dann auch im Moment so, dass der Markt ja noch gar nicht richtig losgegangen ist. Man sieht ja auch, es sind kaum Verpflichtungen getätigt worden in der dritten Liga. Es laufen, ich glaube, 200 Verträge laufen aus. Es ist nicht nur bei uns so. Es wurde da immer auch von den Medien ein unheimliches, es wurde aufgebauscht und man hat versucht, Unruhe reinzubekommen. Das schafft man dann natürlich mit gewissen Sachen auch und gehört auch dazu. Müssen wir auch akzeptieren, dass die Medien dann auch so reagieren. Aber grundlegend ist es so, dass für mich, und deswegen habe ich meinen Mund auch gehalten, ist es wichtig, dass wir uns aufs Sportliche konzentrieren und nicht in den anderen Themen uns verlieren. Am Montag, da hat der SV Waldhof eine Doppelpersonalmeldung rausgegeben. Zwei Neuverpflichtungen. Jan-Christopher Bartels, neuer Torhüter vom 1. FC Köln und Mittelfeldakteur Onur Ünlü-Çiftçi aus Groß-Asbach. Bleiben wir gerade einen Moment beim Torhüter. Ist da Handlungsbedarf gegeben, weil möglicherweise Scholle oder auch Königsmann vorm Abgang sind? Ja, aber gerade der Waldhof müsste das wissen und die Anhänger müssen es ja auch wissen, dass es in den Relegationsspielen damals zum Aufstieg zur dritten Liga mal ein Torhüterproblem gab. Und deswegen haben wir auch letzte Saison gesagt, wir wollen drei gute Torhüter haben, die alle drei spielen können. Das haben wir letzte Saison so praktiziert, haben es dann auch richtig im Endeffekt gemacht, weil Scholle sich sehr lange verletzt hat. Insofern ist es auch jetzt ganz normal, dass wenn uns Miro Wawodic verlässt, was ja auch dann von unserer Seite so war, dass wir da einen guten Torhüter dann auch dazu holen. Das haben wir geschafft. Wir haben ein Riesentalent, ein Riesentorhütertalent an Land gezogen. Muss ich auch sagen, hat der Dennis Tiano super gemacht, dass er da auch seine Fachkenntnisse dann uns auch mitgeteilt hat. Wir haben es hingekriegt mit dem 1. FC Köln. War nicht ganz einfach, aber auch der Junge hat gesagt, er möchte das unbedingt machen. Und jetzt haben wir drei tolle Torhüter und geht nach Leistung. Zwei weitere Namen, die in der Diskussion sind, Baris Atik und Marco Terrazino von Dynamo Dresden, beide in Mannheim nicht unbekannt, weil von hier stammend. Können Sie diese beiden Namen kommentieren? Nein, gibt es keinen Kommentar. Tun wir nicht, machen wir nicht, haben wir in der Vergangenheit auch nicht getan. Da an diesen Spekulationen beteiligen wir uns nicht. Wir werden schon einen guten Kader zusammenstellen und hoffentlich dann auch mit endlich Unterstützung, dann, wenn die Zuschauer wieder reinkommen, rein dürfen, dass wir dann auch hier eine tolle Atmosphäre wieder hinbekommen. Fußball ist manchmal eine fürchterlich sentimentale Angelegenheit. Viele bedauern den Umbruch in diesem Sommer, eine Erfolgsmannschaft, die da auseinanderbricht, ein neuer Trainer, der da kommt. Reihen Sie sich ein in diese Sentimentalität oder sagen Sie, es hat letztendlich alles hinter dem Leistungsprinzip zurückzustehen? Ja, das gehört einfach dazu zum Fußball. Ne? Das ist klar, wenn man was Erfolgreiches hat, muss man schauen, dass man guckt, dass es nicht ganz auseinanderbricht. Das haben wir auch versucht oder das habe ich auch versucht. Und wenn es dann halt nicht möglich ist, weil wir natürlich diesen finanziellen Spagat auch irgendwo hinkriegen müssen, sportlich, finanziell, ja. Auch da sind wir ein gebrandmarktes Kind, haben zweimal Insolvenz hinter uns und müssen da schon dann extrem auch aufpassen. Herr Beetz hat es super gesagt, dass er gesagt hat, wir können eigentlich seriös können wir gar nicht planen. Das ist auch leider mit der Situation ist es so. Es hat auch jetzt in den letzten Wochen 11 Spiele in 5 Wochen, war natürlich auch brutal, war eine totale Anstrengung auch für die Jungs und für das Team außenrum. Das haben wir super gemeistert, genauso wie viele Mannschaften auch in der dritten Liga. Haben es leider nicht geschafft, uns zu belohnen, weil ich glaube, ohne Corona wäre da etwas drin gewesen, weil wir einfach auch einen guten Lauf hatten. Ist jetzt so, müssen wir akzeptieren. Gratulieren dann auch unseren Konkurrenten und schauen, dass wir uns bestmöglich aufstellen.
Wenn man eine Saison im Grunde nicht planen kann oder kaum planen kann, was kann man dann überhaupt als Zielvorgabe oder als Zielsetzung ausgeben für die Spielzeit? Ich glaube, jeder Fußballer, der auf den Platz geht, der will gewinnen. Und bei uns ist es so in der Vergangenheit gewesen, dass wir gar nicht irgendwelche großen Parolen da rausgehauen haben, dass wir einfach gesagt haben, wir bleiben besonnen. Ja, es geht auch mal ganz schnell in die andere Richtung. Siehe dritte Liga dieses Jahr, welche Mannschaften dann auch um den Klassenerhalt gespielt haben. Es ist eine unheimlich gute Liga, unheimlich attraktiv. Und deswegen bleiben wir sehr besonnen, bleiben bodenständig und arbeiten unsere Sachen ab und versuchen dann hier was zu leisten. Jochen Kienz, vielen Dank für dieses Gespräch.